Kaum haben sich Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, ihr Jawort gegeben, stehen sie schon wieder zusammen in der Kirche, diesmal bei der Hochzeit von Prinzessin Dianas, Guest 37, Nichte Celia Kirkwood-Alle, 29, mit ihrem Liebsten Georg Waterhouse. Für die Zeremonie ist das Paar am gestrigen Samstag, 15. Juni, zur St. Andrew and St. Mary's Church in Stoke Rochford, 200 Kilometer nördlich von London, gefahren. Meghan entschied sich für den romantischen Anlass für ein buddenlanges Kleid in den Farben Weiß und Blau mit floralem Aufdruck. Dazu trug sie einen weißen Faszinator und weiße Pumps, und die wurden ihr beinahe zum Verhängnis. Unmittelbar nach der Ankunft rutschte Meghan auf einem abschüssigen Rasenstück aus und drohte das Gleichgewicht zu verlieren. Zum Glück hielt ihr Prinz sie an der Hand, so dass sie ihren Weg nach einer Schrecksekunde souverän und aufrecht fortsetzen konnte. Apropos Prinz, der konnte sich beim Anblick des Fastabfluges seiner Frau ein Lachen nicht verkneifen. Typisch Harry, eben. Da konnte Meghan gar nicht anders reagieren, als mitzulachen. Harry und Meghan wurden von anderen Mitgliedern der Familie Spencer begleitet, darunter Earl Spencer, 54, Dianas Bruder, seine Tochter Lady Kitty Spencer, 27, und Lady Jane Fellows, 61, Dianas älteste Schwester. Prinz William, 35, und Herzogin Katharine, 35, fehlten offenbar, sie waren bei der Ankunft der Royals nicht zu sehen. Die Braut ist eine Tochter von Lady Sarah Kirkwood-Alle, 63, Dianas Schwester. Besondere Gäste: Celia trug die sogenannte Spencer-Tiara, die ihre Tante bei der Hochzeit mit Prinz Charles im Jahr 1981 getragen hatte. Nach dem 45-minütigen Gottesdienst ging es für das Brautpaar und die Gäste zu einer Feier in das Haus der Braut,